Yo! Hey, hallo YouTube! Willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Pokémon Ultramond Let's Plays. In der letzten Episode sind wir erfolgreich hier oben auf der Sternwarte angekommen, haben den Bus über die Route Zetni hochgenommen und uns natürlich auch die ganze untere Route noch angeschaut, unter der Sternwarte praktisch, wo man damals, wie ich letzte Episode erzählt habe, Dittos chainen konnte. In dieser Episode werden wir die Prüfung angehen. Wir stehen hier schon vor dem Prüfungsraum, wie ihr sehen könnt, sind links und rechts von der Türe schon diese komischen, typischen, wie soll ich sagen, Tiki-Säulen oder sowas, die auf jeden Fall indizieren, dass hier, Entschuldigung, die Prüfung losgeht. Und ich bin ganz schön gehypt, hier reinzuspringen. Vielleicht haben sie ja was geändert, genauso wie es bei der Wasserprüfung auch gemacht haben. Da hatten wir definitiv ein anderes Totem-Pokémon, was eigentlich ganz geil wäre, wenn es wieder passieren würde, hier bei dieser Prüfung. Und ja, ich bin generell gehypt. Ich habe nämlich langsam das Gefühl, dass wir in der zweiten Hälfte des Spiels angekommen sind und ab jetzt einige Änderungen im Spiel sehr wahrscheinlich ja, gegeben sind, hoffe ich mal. Ich gebe euch ein kurzes Team-Recap, damit ihr wisst, wo wir zurzeit stehen. Und ich fange einfach mal ganz oben an, wie immer, mit Serra auf Level 33 mit Funkenflug, Rankenschmied, oder Rankenschmied besser gesagt, Drachenwut und Toxin. Trägt das Münzamulett für Bonus Pokémoney, genau. Dann haben wir noch dabei Zero auf 36 mit Kratzer, Silberblick, Nachthieb und Finte mit dem Schattenglas, um die Unlichtattacken zu boosten. Außerdem haben wir dabei Gewalter auf Level 38 mittlerweile, das Ding levelt ab, ohne dass es großartig benutzen muss. Experience Chef for the win. Mit Flying Press, Schleuder, Karate-Schlacker und Aeroas. Hat die Scope-Linse, um noch mehr zu critten. Dann haben wir dabei Funky auf 37. Sollte sich relativ bald entwickeln, mit 40 plus ungefähr, glaube ich. Mit Windstoß, Biss, Windschnitt und Ruheout. Außerdem hat es die Hack-Attack als Item. Oder beziehungsweise das Hack-Attack-Item, damit wir die Flugattacken noch ein bisschen mehr boosten können. Wir haben dabei Flowers, ein Pokémon, was gerade eigentlich nur durch den Experience-Share hinterhergelevelt wird. Auf Level 30 mit Rasierblatt, Ruckzuckieb, Gigasaugor und Schwerttanz. Hat den Rosenrauch, damit die Pflanzenattacken geboostet werden. Und wir haben dabei unseren Starter Slippery auf 36 mit Schaumserenade, Wasserdüse, Eissturm und Säuselstimme. Trägt den Aquium-Set, damit wir einen powervollen Z-Move im Team haben. Sehr schön, okay. So, dann wollen wir hier mal reingehen. Nein. Ich möchte hier eigentlich nur einmal reingehen, bitte, danke. Und dann gleich noch über was anderes sprechen. Aber vorerst widmen wir uns hier die Story. Ah, sie sind bereit, uns mit Strom... sie sind bereit, ihren Strom mit uns zu teilen, Chris. Sweet. Ah, Togedemaru und unsere Akub verstehen sich sehr gut. Falls die Akub zu viel Elektrizität erzeugen, absorbiert Togedemaru sie mit seiner Fähigkeit Blitzfänger und verhindert so einen Kurzschluss. Togedemaru trägt übrigens den Spitznamen Togemaru. Wow. Sehr kreativ, aus Togedemaru Togemaru zu machen. Holy shit, Chris, du bist ein Naturtalent. Ha, willst du mit deiner Prüfung anfangen, Gimp? Ich kann es kaum abwarten. Let's go. Ah, zuerst musst du alle Akub auf dem Verschiebomat miteinander verbinden. Okay? Mit dem Strom, den die Akub abgeben, betreiben wir eine Maschine, die dann ein Herrscher-Pokémon herbeiruft. Sweet. Um die Akub... dieser Name, dieser Pokémon-Name ist der Wahnsinn. Um die Akub miteinander zu verbinden, musst du die vier Köpfe... Knöpfe in den Ecken... Okay, ja, ja, bla 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 bla. In der Praxis sieht das dann so aus. Ah, okay, okay, okay. Ja, macht Sinn. Über die Ausrichtung der Akub musst du dir keine Gedanken machen. Hauptsache, sie sind miteinander verbunden. Kurz gesagt, verbinde bitte die Akub miteinander, rufe das Herrscher-Pokémon herbei und besiege es. Übrigens, es ist das erste Mal, dass wir den Verschiebomaten mit den Herrscher... Was, mit dem Herrschomaten einsetzen? Was auch immer, Mann. Du laberst so viel und deine ganzen Entwicklungen interessieren mich ehrlich gesagt relativ wenig. Also dann, mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Okay, die Prüfung beginnt. Let's go. Okay, was haben wir hier überhaupt? Sweet, Nummer 1. Okay, dann schalten wir den Herrschomaten mal ein. Herrschomat. Immer diese ganzen Maschinen, die mit Omat enden. Der Strom der miteinander verbundenen Akub fließt durch die Kabel. Da wäre ich von alleine gar nicht drauf gekommen. Let's go, mein kleiner Boy. Sweet. Perfekt.
Der Herrschomat wird wie erhofft mit Strom versorgt. Okay, jetzt müsste das herbeigerufene Herrscher-Pokémon eigentlich auftauchen. Elek. Elektek? Elekid? Elektrowire? Elekid, sweet. Let's go, Sarah. Sera. Das ist ein Baby-Pokémon, es hält also nichts aus. Wie wär's mit Drachenwut? Sollte ein Two-Hit-KO easy-peasy sein. Sera ist so geil, ne? Das Feuer, was immer aufleuchtet, wenn man mit ihr angreift und so. Das ist so cool animiert. Ich kann es kaum abwarten, in der nächsten Generation von Pokémon, die ja sehr wahrscheinlich für die Switch rauskommt, das in HD zu sehen. Das wäre so geil, Mann. Oh mein Gott. Okay. Elekid lieben Elektrizität eben auch. Der Herrschomat muss es angelockt haben. Es war zwar nicht das Pokémon, das wir wollten, aber der Herrschomat scheint zu funktionieren. Ah, was machen wir jetzt, Chris? Ich denke, die einzige Reihe Akku erzeugt nicht genug Strom. Oder eine einzige Reihe. Wenn das so ist, müssen wir die zweite Schaltung auch noch nutzen. Und nachher überladen wir das Ding und alles fliegt uns um die Ohren. Wenn ich richtig liege, sollten wir mehr Strom an den Herrschomaten schicken können. Gimp, meine Prüfung geht weiter. Sweet. Yep. Zweite Reihe, doppelte Power. Auf geht's. Jag mir das Ding um die Ohren. Schalt ihn ein. Let's go, mein Boy. Let's go. Das sieht gut aus. Der Herrschomat wird mit Strom versorgt. Jawohl, diesmal steckt viel mehr Energie drin. Jetzt kommt ein Elektek. Und dann kommt ein Elektrowire. Und das Elektrowire reißt mir den Kopf ab. Ey, was geht ab, Elektek? Mein Bro! So sollte es auch noch ein Two-Hit-KO sein, aber danach das Elektrowire, es sollte mehr aushalten. Ja, du bist auch noch ein Two-Hit-KO. Sweet! Oh fuck, wir werden paralysiert. Nicht mehr so sweet. Nicht mehr so cool, Mann. Ah, wir sind paralysiert. What the fuck? Let's go. Come on, Sarah. Hau ihn einfach weg, den kleinen Luschen da drüben. Ist eine Special-Attacke, denkst du? Wir sind schon wieder paralysiert. Nummer 2. Okay. Jetzt aber Drachenwut. Sehr schön. See ya. Blau ist recht 31. Sweet. By the way, ihr wisst ja, dass ich gesagt habe, ich möchte Pokémon-Dings hier nicht mehr nutzen, weil ich weiß, dass das ein paar echt merkwürdige Nebeneffekte haben kann. Von wegen Pokémon überleben andauernd und so. Der Grund, warum ich das jetzt gerade benutze, ist, weil ich ganz genau weiß, nach dem Kampf hier bekomme ich keine Möglichkeit zu heilen, weil wir sofort wieder in die Geschichte reingeschmissen werden. Und ich wollte nur ganz kurz die Paralyse wegmachen. Weil das suckt. Paralyse suckt. Diesmal also eine Elektek. Anscheinend tauchen immer größere Pokémon auf, je mehr Strom wir dem Herrschomat liefern. Echt toll, Chris. Wir müssen ihn mit noch mehr Strom versorgen. Dann klappt es auch bestimmt mit dem Herrscher-Pokémon. Wenn wir alle Akku direkt miteinander verbinden, können wir länger Strom liefern. Das heißt... Ja. Ich hab's. Und du weißt auch... Du weißt bestimmt auch, was du zu tun hast, oder? Was zu tun ist, Gimp. Meine Prüfung wird fortgesetzt. Sweet, okay, ich weiß. Was soll ich jetzt mit denen machen? Die in der Mitte zusammenbinden, sodass die über krassen Strom machen? Oh, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, was ich machen muss. Die müssen alle in die gleiche Richtung gucken, die Dinger. Ah, das war einmal zu viel. Im Moment, wenn sie nebeneinander sind, geht das nicht. Das heißt... das ist tricky. Moment, was mache ich hier zum Henker? Kleinen Moment. Zählt das, wenn ich die so mache? Nope, so zählt auch nicht. Das heißt, die müssen sehr wahrscheinlich so schräg liegen, ja? Ist das das, was gewollt ist? Sodass ich die beiden Reihen miteinander verbinde, wie ein Z.
Wie ein Z-Move, wie ein Z, natürlich, das ist was gemeint ist. What the fuck? Wenn ich den hier wegmove, kann ich den hier weiter moven? Ich hab nicht vor, mit dir zu sprechen. Thanks, bruh. Ach, das war eins zu viel. Upsala. Moment, ich muss jetzt, bevor ich das mache, erst das eins bewegen. Dann kann ich das hier bewegen. Ey, Z-Move, let's go, boys. Toll gemacht, Gimp. Du hast alle Akkord miteinander verbunden. Ja, jetzt müsste es eigentlich reichen. Okay, dann schalten wir mal den Herrschomaten ein. Ich hab nichts anderes erwartet, irgendwie. Z-Move, Bitches. War ja klar, dass das letztendlich das Spiel ist. Oder das Zeichen dafür. Ob das gut geht? Die Kabel sehen ein bisschen lose aus. Nein! Jakob werden die volle Ladung abbekommen. Togemaru! Was sagt man dazu? Es beschützt Jakob. Togedemaru kann mit seiner Fähigkeit Blitzfänger, dieses Wort, ne? Ich schwöre euch, das sind die leichtesten Worte, die einem manchmal einfach nicht auf der Zunge zergehen. Wo man sich einfach denkt, Elektrizität absorbieren. Aber es ist viel zu viel. Das kann es gar nicht alles mit seinen Elektrotaschen aufnehmen. Togedemaru! Ich muss irgendwas tun! Oh shit, ich dachte, es kommt ein Elektrowire. Aber es sieht nicht so aus. Und ich wette, das Ding wird jetzt aufgeladen durch die Power des Stroms. So, wir haben ein übel starkes Herrscher-Pokémon. Richtig. Toge, das Ding ist fett as fuck. Ein richtiger Fußballmann. Aber irgendwie nicht halb so bedrohlich, wie ich mir es vorgestellt habe. Gerade wenn ich daran denke, dass wir ein Elektrowire haben könnten. Verteidigung wird sehr stark erhöht. Okay, gut, dass wir keine Physical Attacker benutzen wollen. Drachenwut, auf geht's. Das Ding hat aber auch viele KP. Und der Damage ist nicht ohne. Ruft Mitstreiter. Die Däne, okay. Ich outspeede, ne? Das heißt, ich mach mal Funkenflug auf den Guten. Ich werde zwar wahrscheinlich besiegt werden, aber egal. Das ist sehr effektiv. Oh, ich hätte von Anfang an hingehen müssen und hätte zweimal Funkenflug machen müssen. Dann wäre Togedemaru weg gewesen. Jetzt fällt Zera. Shit. Shit, fuck, fuck, shit. Mitnahme. Okay, okay, okay. Wir brauchen einen Special Attacker. Einer, der outspeedet und viel Schaden macht. Habe ich nicht. Ja, ich muss Zera wiederbeleben, ansonsten schaffen wir die Prüfung wahrscheinlich nicht. Okay, Beutel. Ich benutze mal so einen Top-Beleber. Weil ich es kann. Weil ich keinen Bock habe, zwei Turns zu benutzen. Weil ich nicht weiß, ob wir zwei Turns überleben. Charm. Okay. Angriff sinkt. Okay, alles klar. Ich werde wahrscheinlich Flower sacken dafür. Sacken müssen dafür. Sprungfeder. Ist ein Flugmove. Macht aber gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Oh, das Ding spammt die ganze Zeit Charm, Mann. Es hat erhöhte Defense und dann wird auch noch die Attack die ganze Zeit gesenkt durch Charm. Schon ziemlich ekelhaft. Und Superzahn kommt auch noch dazu, okay. Das war ein Critical Hit. Es frisst auch die Beere. Sehr gut. Flowers geht jetzt wahrscheinlich down. Yep. Und dann holen wir jetzt
Sarah wieder zurück in den Kampf. Sarah wird outspeeden und mit seiner Feuerattacke, oder ihrer Feuerattacke besser gesagt, das Togedemaru ausschalten. Sehr cool. Nice. Mal ganz kurz, worauf ich am Anfang der Episode zu sprechen kam, von wegen, ich möchte was erwähnen, was ansagen. Ich bin ja gerade hier im Kampf und battle hier nur durch. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, ist Pokémon jetzt, oder Ultramond generell, nur jeden zweiten Tag gekommen. Beziehungsweise im Moment haben wir ein paar Off-Tage, wo gar nichts kommt. Und das liegt einfach daran, weil ich momentan andere Projekte am Plan bin. Ich hatte erst 2 Tage Probleme hochzuladen, da sind meine Uploads die ganze Zeit abgebrochen. Warum auch immer. Und danach habe ich halt das Problem gehabt, dass ich angefangen habe zu planen. Weil ich in Zukunft wieder ein bisschen mehr Duel Links bringen möchte. Ich habe schon eine Menge Videos vorbereitet und geplant. Und ich habe auch noch ein neues Projekt wieder am Start, dem wir uns definitiv hingeben werden. Nachdem wir aber Odyssey abgeschlossen haben, weil wir Odyssey noch abschließen müssen. Aber ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Das heißt, momentan wird wahrscheinlich jeden zweiten Tag eher Pokémon kommen. Auch wahrscheinlich 1 bis 2 Folgen, je nachdem wie viel Zeit ich finde. Aber ja, jeden anderen zweiten Tag dazwischen soll theoretisch ein anderes Video kommen, sobald ich in der Lage bin, die ganzen Videos zu machen. Lass dich überraschen. Danke, Gimp. Togedemaru und die Akub, sie wurden vom Herrscher-Pokémon gerettet. Dieses Herrscher-Pokémon ist der Wahnsinn. Und du hast es besiegt, Gimp. Das heißt, du bist ein wahnsinnig guter Trainer. Ah, ich frage mich, was es mit dieser Aura auf sich hat, von der Herrscher-Pokémon umgeben sind. Im Herrschomat besteht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Togedemaru und die Akub sind schließlich meine Freunde. Das schulde ich ihnen. Ah, du hast recht, Chris. Wenn man irgendwo etwas entdeckt, was man verbessern kann, sollte man es auch tun. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Pokémon-Kämpfe. Hier, Gimp. Für deinen Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du von mir den Z-Kristall Voltium Z. Sweet, noch ein Z-Kristall. Der sieht dope aus. Der Elektro, der Voltium Z, der Elektro-Z-Kristall. Der ist definitiv nice vom Design her. Sweet. Auf geht's, weiter geht's. Prüfung bestanden. Hey Chris, du musst ihr doch jetzt noch die Z-Pose beibringen. Ah, schau genau hin. Ey. Ich gratuliere zur bestandenen Prüfung. Und auch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz rast immer noch wie verrückt. Du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Captain zu machen, war eine gute Wahl, Chris. Normalerweise werden die Captains ja vom Inselkönig ernannt. Aber hier auf Ulaula laufen die Dinge nun mal ein wenig anders. Genau, ich werde vom Marder zum Captain ernannt, nicht vom Inselkönig. Aber du hast wirklich drauf, Gimp. Vielleicht wäre es dann eine gute Idee, ihr die Kampfagentur zu zeigen? Kampfagentur jetzt schon? Eine hervorragende Idee, Marlon. Gimp, komm, wir besuchen die Festival Plaza der Kampfagentur. Die Kampfagentur ist dort. Einzigartig. Einzigartig, sagst du. Hört sich sehr interessant an. Ah, viel Spaß euch beiden. Muss ich das jetzt in diesem Moment machen? Oh, shit. Vor dir siehst du die Rezeption meiner neuesten Errungenschaft, der Kampfagentur. Aber eins nach dem anderen. Zuerst musst du hier ein Pokémon ausleihen. Dabei hast du die Wahl zwischen 3 verschiedenen Pokémon. Wenn du dich entschieden hast, musst du nur noch 2 andere Trainer in dein Team einladen. Natürlich solltest du jemanden finden, der starke Pokémon aufweist. Dann könnt ihr Seite an Seite kämpfen, um wertvolle Preise einzuheimsen. Okay. Hört sich aber nach einem Online-Modus an, den ich gerade mit dem DS hier nicht spielen kann. Je öfter du gewinnst, desto weiter steigst du im Rang auf. Und je höher dein Rang, desto stärker die Pokémon, mit denen du kämpfen kannst. Also kämpfe, was das Zeug hält, und versuche so weit wie möglich deinen Rang aufzusteigen. Oder in deinem Rang aufzusteigen. Damit wäre meine kleine Einführung auch schon beendet. Probier's doch gleich mal aus. Okay. Toll, also Chris, ich habe nicht mal die Chance gehabt, das auszuprobieren. Na, wie hat dir die Kampfagentur gefallen? Einfach toll, oder? Naja, ich hatte keine Chance, das auszuprobieren. Tut mir leid. Ah, ich hätte da übrigens noch eine Bitte an dich. Der gute Kukui hat dir nämlich neulich etwas liegen lassen. Oh, snap.
Maske des Profs. Jetzt wissen wir triple sicher, dass es der Professor ist, der Maske Royale ist. Kukui wollte zum Alier-Ziergarten zurück. Entschuldige für die Umstände, aber könntest du ihm die Maske bitte abliefern? Bei unserer nächsten Begegnung müssen wir unbedingt noch einmal gegeneinander kämpfen. Oder mal gegeneinander kämpfen. Haben wir ja noch nicht gemacht, weil ich ja hier nur das Totem-Pokémon letztendlich besiegt habe. Stimmt, da ist was Wahres dran. Bei unserer nächsten Begegnung werden wir gegeneinander kämpfen, mein guter Freund Chris. Und ich habe auch schon die Befürchtung zu wissen, wo wir Chris wiedersehen. Aufgrund von Leaks, die überall im Internet unterwegs waren, denen ich einfach nicht aus dem Weg gehen konnte. Ich habe versucht, mich so wenig spoilern zu lassen wie möglich. Und ich weiß auch immer noch nicht, was es mit den ganzen Ultra-Recon-Squad-Typen auf sich hat, den anderen Welten auf sich hat, Necrozma auf sich hat. Ich habe keine Ahnung, gebe ich ehrlich zu. Aber ich weiß schon, dass die Top 4 sich verändert hat. Und ich gehe fast davon aus, Spoiler-Alert, dass Chris in der Top 4 ist. Ich soll zurück nach unten. Das heißt, ich muss mit dem Bus fahren. Wir haben oben einen Bus und wir haben unten einen Bus. Ja, dann wollen wir einmal da runter. Um mit dem Bus da runter zu eiern. Zu fahren, besser gesagt. Ey, Magma, was geht? Ja, ist okay. Du darfst uns jetzt gerne hier durchlassen. Lass mich hier durch. Sweet. Yep, einmal zurück zur Haltestelle, bitte. Sind wir wieder auf Route 10. Weg vom Baum. Bäume springen einen an. Oder die Pokémon im Baum, besser gesagt. Auch von dem Baum halten wir uns fern. Auch von dem Baum halten wir uns fern. Auch wenn ich gerne die Dings genommen hätte, die Bären genommen hätte. Aber was soll's. Was soll der Geiz? Gehen wir einfach weiter. Sparen Zeit. Und kommen zum Alier-Ziergarten. Um dem guten Kukui seine Maske wiederzugeben. Und ihn bloßzustellen. Ey, let's go. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Oh, yo. Yo, yo, yo. Kakui, Kakui, Kakao. Kukui, mein Freund, yo. Du willst eine Pokémon-Liga aufmachen, Bro? Oder gründen? Ach, da lache ich mich schlaff, yo. Vier. Vier Runden. Genau vier, Motherfucker. Vier. Was? Greift ruhig alle einmal an. Niemand kennt sich mit den Pokémon-Attacken so gut aus wie ich. Mit Sternschauer oder Einächern schicke ich euch in vier Runden auf die Bretter. Wir regeln das in eine Battle Royale. Nicht dein Ernst, yo. Machen wir ihn fertig, Bro. Let's go. Sie schaffen das, Professor. Ja, damit habt ihr euch übernommen, Team Skull. Der Professor ist in einer ganz anderen Liga. Drei Gegner auf ein Streichblatt machen? Mir gefällt dieser Battle Royale. Oh, 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 let's go. Es ist Bromley. Ja, boy, Guzma. Hier kommt der Boss, yo. Oh, die Musik ist so dope. Kein Erbarm, keine Gnade. Ich bin der schlimmste Albtraum. Dein schlimmster Albtraum. Oh yeah! Ich bin der große, böse Bromley. Aufgepasst, ihr Maden! Sperrt ganz schön die Glotze auf. Es kommt zum Showdown zwischen Bromley, dem Anführer von Team Skull, und Professor Kukui. Kukui, Kukui. Eins haben wir ja gemeinsam. Wir hatten beide nicht das Zeug zum Captain. Ich kann ja verstehen, dass du was Neues auf die Beine stellen willst. Aber mir wäre eine vernünftige Liga auch lieber als unsere Inselkönige und Captains. Diese überflüssigen Relikte aus der Vergangenheit. Ah, da gibt's nur einen Haken, mein Freund. Die Liga ist so überflüssig wie ein Kropf. Denn wer hier der Stärkste ist, ist doch schließlich längst entschieden. Ah, da liegst du falsch, Bromley. Ich hätte durchaus Captain werden können, aber ich wollte lieber meinen Wunschtraum verwirklichen. Als ich auf der Suche nach einer Attacke war, mit der ich gegen Halla gewinnen könnte, da hatte ich einen Geistesblitz. Sowas wie eine ultimative Attacke gibt's nicht. Worauf es ankommt, ist die richtige Attacke zur richtigen Zeit einzusetzen. Das macht einen guten Trainer aus. Und damit Trainer solche Situationen üben können, brauchen wir eine Liga, eine Pokémon-Liga. Na los, Bromley,
Zeig doch mal, dass du nicht nur eine große Klappe hast, sondern auch ein paar tolle Attacken einsetzen kannst. Also sofern du das kannst. Schließlich ist Skimp auch mit von der Partie, stimmt's? Absolut, let's wreck! Oho, ein Mädchen auf Inselwanderschaft? Mir scheint, du bist hier viel am Platz. Das ist Skimp. Sie ist vor kurzem erst nach Alola gekommen und hat seitdem eine Menge Abenteuer erlebt, Entdeckungen gemacht und Erfahrungen gesammelt. Die Attacken, die Gimp und ihr Amphire einsetzen können, hauen jeden aus den Socken. Wenn du dich für den stärksten Trainer hältst, dann solltest du gegen sie kämpfen, Bromley. Ist das ein Witz? Jetzt setzt mich dieser Attacken-Heini auch noch gegen seinen armen Schützling los. Let's go! Z-Move-A! Was ist das? Ein Z-Kraftring, yo? Ah, was erhoffst du dir von dieser Sache mit der Inselwanderschaft? Ich will stärker werden. Das kannst du knicken, du Göre. Und was dich angeht, Kukui, bevor ich dich so richtig platt mache, zerstöre ich alles, was dir wichtig ist. Ich bin Bromley, die Zerstörung in Person. Your boy, Guzma! Ich werde dir zeigen, was es heißt, so richtig platt gemacht zu werden. Oh shit! Let's go! Die Hintergrundmusik mit der Statik und so weiter. Immer wieder geil. Skullbass. Was? Boss! Bromley fordert dich heraus und hat einen Tag-Tast dabei. Alles klar. Sweet! Zeig dir, wo der Ausgang ist. Wortwörtlich. Emergency Exit. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Get the fuck out of here! Rachenwut. Auf geht's. Schade, das hat nicht ganz gereicht. Nice zu! Drachenwut, let's go! Sag ich doch, Rückzug! Peace out! Oh shit, Maske, Regen, das könnte gefährlich werden. Was hat Bedroher? Eigentlich will ich gar nicht switchen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil... Oh, wir könnten Funkenflug benutzen. Vielleicht macht das ein Oko. Maske, Regen kann aber Wasserattacken lernen, das ist scary. Es benutzt Eissturm auf dem Feuer-Pokémon. Bist du boosted? Du boosted, Bonobo? Get the fuck out of here. Okay, es outspeedet uns jetzt. Nach dem Speed Drop. Und wir überleben. Get fucking wrecked, son. Ey, Maskeregen. See you later. Ich habe jetzt die Möglichkeit, voll auf die Bretter zu gehen und zu versuchen, das Ding wegzubürsten. Wenn ich outspeede. Oder es könnte mich outspeeden oder Priority haben und mich deswegen killen. Aber wir outspeeden. Sehr schön. Ey. Tektas, du bist ein cooles Pokémon. Dein Spitzname wird für immer Predator sein. Und du wirst mich auch immer an den Boy Guzma erinnern. Aber jetzt momentan... Ja, jetzt momentan bist du erstmal von der Bildfläche verschwunden. Tut mir leid. Yo, Bromley! Bromley! Was treibst du denn da? Entfessel die zerstörerische Kraft deiner Pokémon! Kimp, richtig? Den Namen werde ich mir merken. Das nächste Mal bist du fällig. Ah, du bist also Tali, was? Ey, let's go. Guzma, aka Bromley, mein Freund. Auf Inselwanderschaft geht man nicht einfach nur, weil Opi Inselkönig ist. Selbst wenn du sie erfolgreich hinter dich bringst, heißt es noch lange nicht, dass du auch kriegst, was du willst. Merk dir das. Alles klar. Irgendjemand hat dir in die Suppe gespuckt und sie versalzen. Und du lässt es an anderen aus. Ich hab schon verstanden, Guzma. Aber du bist trotzdem dope, Alter. Der Charakter ist so dope. Und das Charakter-Development in dem Game, also die Entwicklung von seinem Stil, von seinem Charakter, ist auch sowas von nice gewesen im Mond. Ich hoffe, in Ultramond scheint er noch mehr. Wirklich. Das Einzige, was ich schade finde, um ganz kurz hier einen kleinen Cut zu ziehen, bevor wir weiterlesen, ist, dass diese ganzen Wortspiele wie im Englischen nicht in der deutschen Fassung sind. Wie gesagt, dieses It's your boy Guzma und all sowas, ne, das ist alles irgendwie als Insider-Joke und Meme in der englischen Version von Pokémon drin. Aber die deutsche Übersetzung beinhaltet das fast gar nicht. Das ist ziemlich schade, Mann. Gimp, das waren ein paar spektakuläre Attacken. Aha, ach ja, fast hätte ich es vergessen.
dir was sehr Wichtiges zu geben. Diesen Z-Kristall solltest du Primarene zum Tragen geben, der letzten Entwicklungsstufe des Robal, das du von Halla bekommen hast. Wir erhalten den Z-Kristall Primarenium Z, den wir nicht benutzen werden, weil Primarenium Z, genauso wie der Evoli Z-Move, beide gecopyright-striked werden von Nintendo oder von YouTube. Aufgrund von Nintendo. Und das Video dann weltweit gesperrt wird. Und ich habe das beim letzten Let's Play vom Mond schon gemacht, den Fehler. Und ich musste bei 6 Episoden oder so jedes Mal den Z-Move rausschneiden. Was echt ärgerlich war. Das heißt, wir werden den Primarenium Z nicht benutzen im Let's Play. Tut mir leid, Boys. Der Wert war nice, er würde viel Schaden machen. Aber ich habe keine Lust, das jedes Mal rausschneiden zu müssen. Weil dann fehlt immer was vom Kampf. Das Spiel wirkt irgendwie inkomplett. Wir müssen Jump Cuts machen. Und das wäre generell nicht schlimm, aber das ist einfach eine unnötige Arbeit, ganz im Ernst. Und ihr habt da auch nichts von. Sag mal, Gimp, diese Maske, die du dabei hast, die hast du doch vom Marlon, oder? Ich kann sie im großen Mask Royale für dich überreichen. Er ist ein guter Freund von mir. Ja, wir wissen, dass du es bist. Tali, du hast das doch auch gerade gesehen, oder? Und ob, das war echt ein Spitzenkampf. Den Gimp da geliefert hat. Irgendwann wird Bromley hoffentlich begreifen, was einem die Inselwanderschaft gibt. Ach ja, wo ist eigentlich Lilly? Ah, da ist sie ja. Hier bin ich. Und ich bin auch mit von der Partie. Wir waren zusammen unterwegs. Ah, ich bin ganz schön in Sorge. Wegen euch, Professor Kukui und Gimp. Mit den Schergen von Team Skull sollte man sich besser nicht anlegen. Ach, Lilly, die Team Skull-Leute wollen nur spielen. Die sind wie Kätzchen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die eher belustigend. Das sind eher meine Freunde, die mich belustigen und auf Trab halten, als dass ich mich von dem bedroht fühle. Yo, wenn du weißt, was ich meine. Ach was, ich finde ein paar Attacken im Kampf auszutauschen ist der schnellste Weg, einen anderen Trainer richtig kennenzulernen. True? Naja, ich werde mich da mal auf den Weg machen, oder zum Weg... Auf dem Weg machen zum Mount Lalaquila, so rum. Die Geburtsstunde der Pokémon-Liga naht und es gibt noch viel zu tun. Gimp, Tali, haltet weiter die Ohren steif auf eurer Inselwanderschaft. Ba-ba-da, da-da-da. Gimp, Tali, passt bitte gut auf euch auf. Hey Gimp, du hast Chris' Prüfung bestanden, stimmt's? Ha, herzlichen Glückwunsch. Um an der nächsten Prüfung teilzunehmen, musst du zuerst zum Dorf der Kapu... das hinter Route 11 liegt. Wenn du Route 11 nicht findest, frag einfach einen Polizisten nach dem Weg. Viel Erfolg, du schaffst das schon. Los, Lilly, wir zwei gehen jetzt zusammen shoppen. Peace. Und du machst dich auch vom Akatali, oder was läuft hier? Psst, ich hatte schon Angst, Bromley würde auch mein hübsches Gehäuse platt machen. Aber zurück zu unserem Abenteuer. Mal sehen, was uns hinter Route 11 erwartet. Psst. Alles klar, Rotom, wir machen uns so gut wie weiter auf die Socken. Du weißt, wie es geht, du weißt, wie es läuft, du weißt, wie es fliegt, mein Freund, wortwörtlich, du kannst fliegen. Aber erstmal muss ich mein Squad heilen, mein Team heilen. Sie haben es verdient. Flowers hat, Sarah, meine ich, hat ordentlich Damage kassiert, so rum, nicht Flowers, what the fuck. Aber ich würde sagen, Leute, hier ist ein guter Spot, um die heutige Episode zu beenden. Wir speichern immer unser Spiel, damit wir keine Daten verlieren. Und wenn euch die heutige Episode gefallen hat... lasst mir ein Like da, einen Daumen nach oben. Alternativ könnt ihr jederzeit zum Kanal abonnieren, damit ihr kein zukünftiges Content mehr verpasst. Ich bin raus und wünsche euch noch einen super tollen Tag. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.